Eieiei. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück in Portia. Staffel 1 gibt es schon auf meinem Kanal, auch wenn es die Staffel 1 genannt ist. Ich habe jetzt vor kurzem im Livestream das auch mal wieder gespielt und auch so privat habe ich ja gesagt, spiele ich natürlich weiter, da die Klicks drauf nicht so gut waren und wir starten jetzt Staffel 2. Wir probieren es jetzt einfach noch einmal. Vielleicht werden die Klicks jetzt besser drauf. Es hat sich einiges getan in unserer kleinen Werkstatt. Kaputt nix. Ich weiß gar nicht, welcher der Stand war, wo wir aufgehört haben. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Holzfarm dort. Hui, da hinten. Da hinten irgendwo, da über meinem Kopf. Und die schickt uns täglich Rohstoffe. Wir haben jetzt schon ein Hoppehü, mit dem wir auch reiten können. Das auch mal ab und zu hinkleckert. Und wir natürlich auch füttern müssen. Wo wir immer so ein bisschen aufpassen müssen. Das frisst nämlich irgendwie gefühlt ganz schön viel. Ja, unsere Öfen haben sich auf jeden Fall vergrößert. Da sind einige bei, die ihr auf jeden Fall noch nicht kennen solltet. Oh. Nein, nicht reiten. Geh mal bitte zurück. So. Das war, glaube ich, der allererste Ofen, den man so bekommen hat. Tanken die jetzt erstmal auf. Das ist dann der zweite Ofen. Den können wir auch gleich mal auftanken. Carbonstahl können wir noch. Kann ich eigentlich noch mal ein bisschen abschließen hier. Das brauche ich momentan in Massen. Wir tanken aber auch gleich jeden Ofen auf. Und hier, ja, der ist nicht mal durchgelaufen, weil auch alle. Und dann stellen wir gleich noch mal am größten Ofen, den wir momentan haben, das Maximum her. Auftanken, Maximum herstellen. So. Ja, das ist so momentan. Ich habe auch eine kleine Kistensortierung gemacht, ne? Baumaterialien, wo denn ein mögliches drin ist. Beutezeug von Viechern, verschiedenste Erze. Ist nicht immer alles ganz hundertprozentig einsortiert. Essen. Dann haben wir fertiges Essen oder fettiges Essen, wie ich es genannt habe. Ja, und halt vieles, vieles mehr. Wir haben die Werkbank, ist schon Stufe 3, der Arbeitstisch. Da habe ich letztens gar nicht. Klinge der Bosheit. Ist das die, die wir haben? Ich weiß gar nicht mehr, welches haben. Achso, wir haben Eisenschwert, genau. Ja, Eisenwerkzeug haben wir mittlerweile, eine klassische Angelrute. Angeln ist immer noch so eins der Sachen, womit ich gut Geld verdienen kann. Dann haben wir noch irgendwie so eine fetten Löwenpranken hier. Die machen halt extrem Schaden, sind aber sehr langsam. Habe ich mit, aber benutze eigentlich das Schwert. Ja, eine riesen Montagestation, wo ich auch gerade dabei bin, Stahlplatten zu machen. Die auch gerade fertig sind. Weil ich denke, das ist noch ein größerer Ofen. Den haben wir auch gerade frisch bekommen. Ein feuerbetriebener Generator. Können über den leitfähigen Holzbogen andere Maschinen mit Strom versorgen. Die Maschine und der Stromgenerator müssen über dem Boden in Verbindung stehen. Okay. Also ist das doch eher was zum Strom machen scheinbar. Ja. Okay, weil da brauchte man nämlich auch einen davon. Deswegen habe ich gedacht. Ja, wir haben... Ich gebe euch erstmal natürlich einen kleinen Einblick, ne? Ganz normal. Schleifmaschine für Felle, zwei verschiedene Schneidemaschinen. Einmal die etwas kleinere, die etwas größere. Ja, Kochstation, Mixer. Es ist halt alles soweit da. Wir haben, wenn wir ins Inventar gehen, 33.000 momentan. Die letzten Tage waren sehr viel. Wir haben auch noch ein paar Skillpunkte übrig. Okay, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal weiter in Kampf rein, oder? 8% Chance doppelte Beute. Sowas ist natürlich auch cool. Maximale Ausdauer um 2% erhöht. Das ist schon nicht schlecht. Wir machen mal hier. Und nochmal einmal in maximaler Ausdauer. Ich skill da recht ausgewogen. Achso, Quatsch. Weiter, hier drin. Mission haben wir, den hatten wir von Anfang an schon, den Fischeintopf haben wir nie gemacht.
Ich habe auch gerade ein neues Gebiet freigeschaltet, wo ich noch nicht war. Da könnten wir heute noch mal hingehen. Ja, so ein paar Leute mögen uns jetzt schon mal ein wenig mehr. Gibt es noch welche, mit denen wir überhaupt nicht? Ja, gut. Die hier sieht man sehr selten irgendwie. Sind die nie auf meiner Route? Ja, Ack ist neu. Ack ist ein Roboter, der ist vom Himmel gefallen. Der kocht jetzt erstmal momentan. Scraps Widersacher. Ja. Nemesis. Ja, das ist die Karte. Wie gesagt, wir hatten. Ach ja, siehst du, wir können jetzt Töfte-Falte stellen. Also es ist jetzt neu. Hier vorne ist jetzt neu. Da haben wir jetzt freigeschaltet eine Brücke, dass wir in diese Wüste kommen. Gleichzeitig hat sich aber auch hier so ein bisschen was erweitert. Sprich, ich komme jetzt. Vorher war hier irgendwie eine Grenze, da kam man nie lang. Jetzt muss ich natürlich mal gucken, ob man über die Wüste da durchgeht, aber ich denke fast nicht. Aber ich würde sagen, wir gucken uns heute mal die Wüste an, weil wie gesagt, die ist gerade komplett neu. Oh, ich sehe gerade, ich nehme mein Steam-Overlay mit auf. Kevin Speker, Call of Duty, viele Grüße. Wir nehmen jetzt einfach mal das Pferd und. Warte mal, so eine Töfterfalte stellen. Wenn wir die da eh drei Stück brauchen, können wir die schnell noch bauen? Töfter-Transporter, Töfterfalte stellen. Holzdiele, Bronzerohr, Faserstoff. Gucken, ob wir alles. Bronzerohr. Oh, Baumatz, Holzdiele. Ah, das ist eine Hartholzdiele. Holzbrett. Wir haben keine Holzdiele. Doch, wir brauchen. Bronzeplatten brauche ich auch. Okay, ich brauche Hartholzdielen. Davon habe ich genug, aber Bronzeplatten könnten wir dann mal. Ich brauche vier. Vier, acht, zwölf, ne? Dann machen wir auch bloß 12 Stück. Brauche ich da jetzt echt Bronzerohr? Faserstoff, Bronzeplatten, ja. Dann können wir dafür schon mal alles vorbereiten, ne? Faserstoff können wir auch mal fertigen. Brauche ich drei? Eigentlich reicht es, was wir haben. Mache jetzt trotzdem noch mal welche nach. Dann machen wir auch gleich noch mal ein paar Hartholzdielen nach. Und Bronzerohre mache ich jetzt auch einfach noch mal nach. Ich weiß nämlich nicht, ob die reichen. Wir machen einfach noch mal 10. So. Dann kann das arbeiten. Wir gucken uns die Wüste an. Wir packen noch die Bronzerohre weg, weil die brauchen wir nicht. Und der Kevin spielt schon wieder Call of Duty. Mensch. Okay. Wenn ihr eine Ahnung habt, was ich mich schon eine ganze Zeit frage, ob ich für das Pferd irgendwie eine Bürste oder sowas kriege, um das noch ein bisschen zu streicheln und so weiter. Das wäre nochmal ganz interessant. Wenn ihr da wisst, gerne mal in die Kommentare. So, das ist die neue Brücke. Die haben wir gerade frisch gebaut, habe ich mir selber auch noch nicht angeguckt. Hiervon habe ich 4 oder 5 Teile gebaut. Immer wieder das gleiche. War total anstrengend mit ganz viel Carbonstahl. Ich habe immer noch ein bisschen Husten. Ich hoffe, ich rotze euch nicht die Nase. Also, ich rotze nicht zu viel ins Mikrofon jetzt. Dank der Bemühungen aller sind wir einen Schritt näher dran, Portia zu einem Dreh- und Angelpunkt innerhalb der freien Städte zu machen. Hiermit erkläre ich die Portia-Brücke für eröffnet. Na, das. Die Blumen sind gar geflogen? Sind wir jetzt schon? Ah, wir sind auf der richtigen Seite. Genau. Guckt, hier können Töfter finden. Da vorne steht ein Haus. Was ist das hier? Kennen wir noch nicht? Drachenherz. Okay. Wir gucken uns hier mal die Gegend ganz in Ruhe an. Achso, der Töfte-Transporter. Ich wollte gerade sagen, auf der Karte ist ein gelber Stern. Okay, was haben wir hier? Wer wohnt denn hier? Sivas. Siva wohnt hier? Wie ist denn Siva sonst immer nach Hause gekommen? Ah, cool. Guck mal. Eine Porsche Lisa. Ach doch, hat zwei Türen.
Mir irgendwas angucken hier? Ne. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Aber wie ist der sonst immer nach Hause gekommen? Gut, mein kleines Pferdchen, komm. Oh, hier ist noch irgendwas Neues. Das sind Knochen, Tierskelett. So, hier ist, scheint mehr Wüste. Da hinten sind neue Gegner, die kenne ich noch nicht. Schlangen. Ich kenne auch die Steine noch nicht. Vielleicht soll ich davon auch ein paar abbauen. Was ist hier noch? Sand und Muschel. Level. Oh Gott, 30. Ich weiß nicht, wie stark das ist, wenn die mich treffen. Ich meine, ich habe ein paar Leben, aber... Schlangenfleisch, Schlangenhaut. Okay, ab mit dir. Was ist das hier? Schlange im Karton. Okay, der mache ich kaum Schaden. Ich glaube, von der möchte ich mich nicht treffen lassen. Hier ist noch eine Schatztruhe. Salpeterbaumsamen. Es ging um Fleisch, Schlangenhaut und Gift. Okay. Haben wir jedenfalls schon mal ein paar getötet, ne? Was ist das hier? Das hier ist irgendwie so eine Staubwolke, eine vereinzelte. Gucken wir auf die Karte, haben wir... Ja, dahin die Ecke sind wir abgeritten, okay. Ach gut, die sind hier überall, diese Staubwolken. Es gibt hier auch neue Ruinen. In denen war ich jetzt natürlich genauso wenig drin. Zur Folge selber. Ich weiß immer nie, wie lange sie werden. Ich werde immer einen Tag spielen. Und dann ist die Folge zu Ende. Also sprich, es kann mal eine kürzere und mal eine längere Folge werden. So, in die Ruinen lohnt sich das jetzt fast gar nicht mehr. Es ist schon spät am Nachmittag. Das da hinten könnten wir uns nochmal angucken, ne? Da. Was ist denn das hier? Hier sind auch lauter Schlangen. Das sieht minenschachtmäßig aus, ne? Hopp. Alter, da unten liegt... Hallo, Pferd. Ganz viel Zeug rum. Oh. Danas Mine. Ist das ein Aufzug hier eben gewesen? Habe ich das richtig gesehen? Ja, ne? Könntest du hier runter? Das ist mir nichts, wenn du hier... Wow. Ja. Eieiei, Pferdchen, was machst du mit mir? Okay. Bleib hier. Jetzt würde ich natürlich gerne mal runter zu Danas Mine. Da kommt der Aufzug. Ich wollte eigentlich auch noch kurz mal angeln, was es hier noch für Fische gibt. Auf jeden Fall gibt es hier Kristall. Bronzebahn sehe ich hier schon mal. Achso, nee, ist so bloß grüne Kiste. Das ist von oben aus wie Bronzebahn. Kann ich das... Ah, ich habe es mir fast gedacht. Darf ich nicht. Oh. Landpflege-Datenchips. Ich glaube, die sind für Ack. Also für den Roboter. Den kann man nämlich mit Datenchips füttern. Da weiß ich bloß noch nicht wie. Okay. Gut, hier kann ich noch nicht rein. Das wird dann wohl irgendwann nochmal... Ah, hier ist auch ein Weg hoch. Okay, sehe ich gerade. Wir warten jetzt trotzdem auf den Fahrstuhl, weil da vorne das Pferd steht. Na, kommst du wieder runter? Und hopp. Ja, für diejenigen, die nicht wissen, was My Time at Poacher ist, es ist so eine Art Indie-Spiel, so ein bisschen Harvest Moon, Stardew Valley, wobei es noch eher dadurch, dass es hier viele Dungeons gibt, was die anderen jetzt nicht so hatten,
Gleicht es doch. Jetzt müsste mir der Name einfallen von dem Spiel. Oh, das gab es damals auf dem GameCube. Ich weiß es nicht mehr. Aber weil man hier halt... Ich betreibe hier keinen Bauernhof. Na, also man kann Pflanzen anbauen. Man kann Tiere züchten, weil es auch Ställe gibt, denke ich zumindest. Guck mir Angel nochmal ganz kurz hier nebenbei, während ich erzähle. Upp, zu dicht am Wasser. Ins Schwimmen können wir nicht. Ja, das ist so... Oh, der ist ja schick. Ein Klo... Oh, 320 Gold, Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall ist es halt so ein bisschen Farm. Du hast dann halt deine Werkstatt, darum geht's hauptsächlich. Und du musst Porsche mit zusammen wieder aufbauen. Du musst, oder du willst deine Werkstatt aufbauen und baust halt in dem Fall, hilfst du den ganzen Leuten hier im Porsche. Ein Gladiatorfisch, der ist auch neu. Der dicke Rote interessiert mich, der da schwimmt. Ja, baust deine Werkstatt auf, indem du immer mehr Aufträge annimmst und irgendwie können Leute nachher auch für dich mitunter arbeiten, beziehungsweise Sachen erfüllen für dich oder bestimmte Dinge erledigen. So. Ist halt, so weit bin ich noch nicht. Also ich bin noch im ersten Jahr, wir sind jetzt im Herbst, wir stehen kurz vorm Winter. Und ich glaube, dass die erste Runde hatte ich, ui. Hey, hey, Alter, bleib mal cool. Diesen Punkt ringsrum um den Fisch muss ich übrigens selber steuern. Ja, und ich glaube, wir haben Anfang oder Ende Frühling aufgehört. Da, wo es denn zum Sommer hinging. Da kann ich aber nicht ganz genau sagen. Wenn ich auf unserem, wie gesagt, auf unserem Channel findet ihr das. Reich auch mit, also diese Folgen reichen mit in die komplette Playlist ein. Ich muss gucken, ob ich sie dann kennzeichne mit Staffel 2 oder so. Weil jetzt ist das Spiel auch endgültig raus. Damals habe ich es noch gespielt, da war es in einer Beta. Also es ist immer noch nicht komplett fertig. Sie arbeiten immer noch dran. Es kommen immer regelmäßig Patches und auch die Übersetzung ist gerade bei Events, die so sind, leider manchmal noch auf Englisch. Ich werde es dann aber übersetzen. Das ist gar kein Problem. Ansonsten ist es Deutsch. Sprachausgabe gibt es hier nicht. Wirklich. Also steht halt nur, ist halt nur Text. Aber ich weiß auch nicht, wie groß dieses Team ist, was das entwickelt. Aber ich finde, sie haben hier schon sehr gute Arbeit geleistet. Wie gesagt, bisher drei Minen habe ich freigeschaltet. Drei verschiedene, wo ich drin halt nach Erzen graben kann. Oh, mit Sternchen einer 560. Wo ich jetzt nicht weiß, was in der dritten drin ist. Wie gesagt, oh, auch nochmal einer mit Sternchen. Weil da war ich noch nicht drin. Aber da, wenn ihr darauf Bock habt, gehen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall mal rein, weil auch ich möchte wissen, was da drin ist. Ich habe auch schon, so, jetzt reicht hier aber, ein paar Dungeons freigeschaltet. Das ist dieses WoW-Werk. Da war ein Dungeon drinne. Ist jetzt aber stillgelegt, den musste man durchgehen. Hier auf der Bernsteininsel war ein Dungeon, den musste man durchgehen. Und ansonsten haben wir die Kläranlagenruinen, wo wir so ein bisschen verschiedenes Zeug dann farmen entsprechend. Ja, ihr habt gesehen, überall findet man mal so eine Truhen, die man dann looten kann. Wo dann immer so ein bisschen Stuff drin ist, aber nie was wirklich Besonderes bisher zumindest. So, hier wachsen noch Chrysanthemen. Hier sind noch mehr von den anderen. Hier ist der Wasserfall und auch nochmal eine Angelstelle. So, hier gibt es Seeigel. Und da hinten kann ich jetzt noch eine Haltestelle bauen. Hier ist die andere Angelstelle. Da wollen wir jetzt aber nicht, ist schon spät genug. Oh, was ist das hier? Die kenne ich noch nicht, die Käfer. Splatter. Okay. Die Vögel kenne ich schon. Oh, sehr schön. Guck mal, die Brücke ist auch beleuchtet. Wie das von hier oben aussieht, ist ja cool. Da waren gerade noch Splatter. Mal gucken. Spinnennetze, okay. Sulfat. Vögel will ich nicht, weil davon habe ich schon Drops. Ich will halt
von allem mal so ein bisschen mitnehmen, ne? Weil man weiß ja nie, wann man was braucht. Okay. Wofür ich jetzt Spinnnetze oder sowas brauche, weiß ich halt nicht. Boah, Alter. Sowas runterreiten ist immer extrem hakelig. Da haben wir noch eine Truhe gefunden. Und da hatten wir jetzt drin ein Windrad. Okay. Hört sich auf jeden Fall interessant an. So, dann haben wir aber auch den ersten Tag geschafft. Wir müssen halt nur ein paar Töfterhaltestellen bauen, was wir machen können. Ach, hier sitzt Ginger rum. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das Rotes hier? Ich habe gehört, dass es eine verlassene Mine am Rand der Euphala-Wüste gibt. Das war eine der ersten Minen, die bei der großen Wanderung nach Süden von Itea aus erschlossen wurden. Ich habe Gerüchte gehört, dass es das Monster geben soll. So, das hört sich doch schon mal nach Dungeon Nummer 2 dann an, weil den ersten haben wir auf den allen vier Schwierigkeitsstufen auch schon durch. Hopp. So, dann bringen wir mal unser Pferdchen das interagieren. Siehst du, ich kann es bisher bloß streichen, da muss doch noch mehr geben. Weil ich weiß nicht, warum, wenn ich mir den Status vom Pferd angucke, ist das irgendwie, nicht wirklich glücklich. Wo konnte ich das denn sehen? Irgendwo konnte ich das sehen. Hier, Stall. Hier, das hat immer so ein komisches Gesicht, als ob es mich nicht mag. Trainieren. Geschwindigkeit trainieren. Okay. Verkaufen wollen wir es nicht und umbenennen auch nicht. Hat viel Geld gekostet, das Pferdchen. So, dann gucken wir hier nochmal. Tanken wir mal gleich wieder alles auf. Das ist noch gut. Das auch so. Das nehmen wir alles ins Inventar. Hier vorne habe ich so meine Verkaufskiste. Oh. Hauptsächlich verkaufe ich, wie gesagt, Fisch und Kleinkram, den ich angel. Oder ich sehe gerade, ich muss unbedingt wieder verkaufen. Weil das ist auch noch Verkaufszeug. Und ganz viel muss ich noch einsortieren. Das machen wir aber nicht mehr in der heutigen Folge, denn das machen wir in der nächsten. Und dann sage ich mich, ich bedanke fürs... guck, mein Wort Gott ist auch nochmal zum Ende. Juhu. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst dann ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Also bis denn dann. Ciao, ciao.